Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo auf YouTube Set, den TV-Programm der Zukunft. Nicht Spaß beiseite, aber trotz allem. Ich möchte euch mal kurz ein bisschen erzählen, was jetzt so in den nächsten Wochen anliegt, beziehungsweise möchte euch auch mal den aktuellen Uploadplan einfach mal vorstellen, damit ihr wisst, wann, was, wo, wie auch immer kommen würde. So. Und zwar in der Zukunft kommen wirklich neue Projekte rein. Gestern ist ja zum Beispiel Twice in the Sky, also The Legend of Heroes, gestartet. Als kleines Ersatzprogramm, da ja Minecraft Rise of the Unknown aktuell ja nicht läuft, weil ich da ein paar Dinge vorbereite. Habt ihr alles gestern gesehen, hoffe ich. Wenn nicht, nochmal das Video von gestern angucken, dann wisst ihr, um was es da speziell geht. Jo, und da habe ich mir einfach jetzt mal überlegt, ich möchte mal jetzt wieder ein bisschen Struktur einfach mal in das Programm reinbringen auf YouTube und habe einfach mal jetzt schnell aus der Lust und Tollerei einfach mal einen schönen kleinen Uploadplan mal euch fertig gemacht, dass ihr mal auch selber seht, so was jetzt in den nächsten Tagen so alles ansteht. Gürt ich jetzt ab den, ich würde sagen ab den heutigen Tag, da müssen ja auch noch ein paar andere Kollegen anschreiben, und zwar wir fangen immer jetzt mit dem ganzen Programm von Montags bis Samstags an. Das heißt, ich werde 6 Tage die Woche versuchen, euch ein paar Videos rauszubringen. Jeden Tag ein Video ab ungefähr 18 Uhr. Darauf könnt ihr euch einstellen, 18 Uhr Montags bis Samstags Videos bei mir. Und zwar montags fangen wir an mit einer gehörigen Packung Blendzeit 2 im Together oder im Singleplayer Part, je nachdem wie viele Leute da sind, und zwar meistens mit den DDW, also hier das starten wir, hallo, wie nur sagen, da fangen wir an, wir zocken auch munter ein paar Runden durch. Am Dienstag kommt dann die Mystic Action von Minecraft Rise of the Unknown dazu. Da weiß ich aber jetzt aktuell noch nicht, ob ich jetzt am Dienstag, den 22. die nächste Folge rausbringen kann. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, um was es da jetzt geht, wieso ich nicht die Folgen von Rise of the Unknown rausbringe, einfach mal das Video von gestern ansehen, dann wisst ihr ein bisschen mehr. Mittwochs kommt dann das neue Projekt, was gestern angelaufen ist, und zwar The Legend of Heroes, Twice in the Sky. Das hat mich schon so richtig geflasht und da habe ich mir gesagt, ey komm, wir zocken das weiter einfach mal, dass es da alles so gelingt. Und dann beginnt das weiter. Donnerstag wieder Planetzeit 2, Freitag Rise of the Unknown. Weiß ja auch noch nicht, ob ich diesen Termin schaffen kann jetzt für den kommenden. Weiter, also Karfreitag, den 25. Wieso, schon erklärt, ein bisschen Vorbereitungszeit muss schon mal sein. Und dann wieder Samstag, Twice in the Sky. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag kommende Woche ist schon mal abgedeckt. Das kann ich jetzt schon mal versichern, dass ich da euch ein paar Videos rausbringe. Was jetzt mit Minecraft Rise of the Unknown ist, weiß ich wirklich noch nicht. Aber es geht bald weiter, spätestens nach Ostern läuft es wieder weiter, würde ich mal sagen. Wichtig ist, alle Angaben sind ohne Gewehr und Pistole erhältlich. Damit ist einfach gemeint, ich kann es euch nicht garantieren, dass es jede Woche so sein wird, denn ich persönlich arbeite 5-mal die Woche und für mich ist YouTube einfach nur ein Hobby nebenbei. Und wenn das Hobby über meine Arbeit gehen würde, das wäre schon irgendwie ein bisschen falsch. Ja, deshalb wird da auch ganz locker flockig mal ab und zu gar nichts kommen. Müsst ihr bitte verstehen, ich hoffe auch wirklich, dass ihr jetzt alles versteht. Ich glaube auch hier meine treuen Zuschauer, die jetzt auch wirklich sehr viel gucken. Und da möchte ich mich auch jetzt schon bedanken, dass ihr wirklich dabei seid, immer mitzuschaut. Besonders bedanken möchte ich mich auch beim Apollo Player, also Apollo Gaming, sowie bei Matze, bei DDW etc. pp. Also bei vielen Leuten, die wirklich aktiv jetzt gerade meine Videos immer schauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ihr würdet, oder ich gehe mal davon aus, dass ihr es auch versteht, dass ich ab und zu wirklich mal nichts rausbringe. Ich bin arbeitstätig, freizeitmäßig bin ich nur auf auf YouTube aus. So, und deshalb würde ich mal auch sagen, ey Leute, folgt mir einfach mal auf Twitter, auf den lustigen Vogel, einfach, damit ihr immer up to date bleibt. Ich versuche dort jetzt regelmäßiger Links etc. pp. Zu posten, da bekommt ihr auch immer mitgeteilt, dass ein neues Video raus ist.
aber auch manchmal so ein bisschen erklären, wieso, weshalb, warum. Und dort bin ich auch ein bisschen engagierter, gucke auch ein bisschen weiter nach. Bei mir gibt es auch ein bisschen Politik-News etc. pp. Naja, das sollte jetzt mal kurz eine Erklärung sein, was jetzt so die nächsten Tage ansteht, beziehungsweise einfach mal euch jetzt vorstellen, wie es mit dem Uploadplan ist. Den genauen Uploadplan, auch aktualisiert, findet ihr auch immer unter meiner Beschreibung. Das heißt, wenn ihr auf meiner Kanalseite jetzt einfach mal rauf geht, dann unter Kanalinformationen oder Kanalinfos aktualisiere ich auch permanent meinen Uploadplan. Also wenn jetzt zum Beispiel Rise of the Unknown irgendwann mal zu Ende sein wird, und ich kann euch garantieren, das wird zu Ende gehen irgendwann, dann wird dort auch direkt aktualisiert. Ich werde dann ein kleines Info-Video nochmal machen, was so als das Programm von Rise of the Unknown kommen wird, aber große Video werde ich glaube dazu jetzt nicht machen. Besonders, ja, das war's. Ah ja, und noch zum Punkt Streaming. Streams kommen ab und zu, wenn ich Lust habe. Da kann man auch noch nicht fest sagen, wann, wie, wo die Streams kommen. Ich habe eigentlich nur jedes zweite Wochenende frei. Vielleicht während meiner Urlaubszeit kommen vielleicht mehrere Streams aufeinander wieder hin und her. Besonders bei meinen 2 Wochen Sommerurlaub. Da könnte ich auch, glaube ich, sehr viel mit Streams machen. Aber das wird noch alles geplant. Noch ein paar Überraschungen gibt es. Ja, das war so das kleine Infovideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben für mehr Infos, Videos, für mehr etc. pp. Schreibt mal in die Kommentare einfach mal eure Meinung, wenn ihr sie wollt. Ich zwinge niemanden dazu, sonst wären wir nicht in einem freien Staat, wenn ich jemanden zwingen würde. Ach ja. Ja, und bis Montag zu Planet Side 2 wünsche ich euch alles Gute. Bye bye und ciao, Leute.